Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um eine einfach alternative Schreibweise zu dem, was wir bislang gesehen haben hier. Und ja, soll das Ganze ein bisschen intuitiver machen vielleicht. Vielleicht auch einfach nur schneller, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall Geschmackssache, kann man machen, wie man möchte. Auf jeden Fall, und zwar, so sieht theoretisch ein Konstruktor aus. Man kann aber auch Folgendes machen, wenn man hier tatsächlich nichts weiter tut, als einen ganz normalen, einen einfachen Wert, den wir hier haben, normal zu setzen, also wirklich nur das hier zu machen, dann kann man Folgendes tun, indem man einfach sagt hier, okay, ich hätte ganz gerne Doppelpunkt Radius von R. Und dann brauche ich das hier drin nicht mehr schreiben. Achtung, die geschweiften Klammern muss ich trotzdem haben. Das bedeutet jetzt in etwa so viel, wie ich möchte mein Radius auf den Wert R setzen und danach möchte ich noch das machen, was in den geschweiften Klammern steht. Ja, was nichts mehr ist, weil ja nichts weiteres mehr getan werden muss oder sowas. Aber wenn ich nichts überprüfen muss oder sowas, dann kann ich das auch so machen tatsächlich. Also es kommt wirklich einfach genau dasselbe raus. Ihr seht es hier. Okay, und ich kann hier unten auch noch eine Alternative schreiben. Also das kann ich auch mit mehreren Werten wählen, indem ich hier einfach auch noch ein Komma hinten dran setze. Zweiter Wert von, keine Ahnung, zweiter Wert, Z, falls hier noch eben ein Z angegeben wurde. Und dann initialisiere ich meinen zweiten Wert einfach mit Z. Also so kann ich natürlich dann mehrere Werte vereinen. Okay, und hier unten kann ich das ähnlich machen. Ich kann hier einfach sagen, ich möchte, wenn ich nur einen einzelnen Parameter habe hier, also mein Kreis Hans-Peter, der nimmt ja nur einen einzigen Radius hier in meinem normalen Konstruktor. Und das ist wirklich nur ein Wert, deswegen kann ich auch einfach sagen, ist gleich 12. Das geht genauso. Vorsicht, es ist kein Integer hier, den wir dem Kreis zuweisen. Es ist nicht mal in unserem Konstruktor ein Integer, das wird gecastet. Eigentlich ist es ein Float. Das heißt, ich müsste hier theoretisch Punkt 0 hinten dran schreiben. Macht aber nichts, geht auch ohne. Und ja, wichtig ist allerdings wirklich hier, dass wir den Kreis erstellen, indem wir gleich 12 schreiben. Aber offiziell rufen wir diesen Konstruktor auf bei diesem gleich 12 und der Konstruktor frisst dann die 12, setzt die auf den Radius, macht noch irgendwelche andere Magie in den geschweiften Klammern, bei uns jetzt nicht, aber ist okay. Und ja, das ist sozusagen auch noch eine andere Schreibweise, funktioniert genauso, das heißt, wir haben hier einfach zwei verschiedene Schreibweisen. Warum zeige ich euch die? Weil ihr eventuell mal, wenn ihr mit fremdem Code arbeitet, auf diese Schreibweisen stoßen werdet und dann natürlich auch wissen müsst, was die tun. So, in neueren C++-Versionen gibt es, soweit ich weiß, auch noch andere Schreibweisen. Da kann man zum Beispiel auch noch schreiben, ich hätte das ganz gerne hier in Klammern stehen, also in geschweiften Klammern, so in geschweiften Klammern drin stehen, hier die 12 rein. Funktioniert bei mir nicht, weil ich eine ältere Version hier benutze und ist aber im Prinzip genau äquivalent. Ich kann auch hier ist gleich und dann die Klammer hier schreiben. Das Einzige, was mir das bringt, ist, ich bin hier nicht limitiert auf einen Parameter, sondern ich kann den zweiten Parameter hier eventuell auch noch so eingeben. Das heißt, ich kann hier so viele nehmen, wie ich möchte. Okay, also wirklich nicht wirklich viel Mehrwert, aber ich kann natürlich hier auch einfach das in diese normalen Klammern schreiben und dann eben hier 12 rein und das funktioniert genauso. Okay, nur dass ihr eben alle Schreibweisen mal kennt. Und ja, nochmal zu dem hier oben, bei dem Radius von R, was passiert hier? Hier wird offiziell der Konstruktor von Radius aufgerufen mit der Variablen R. Das ist vor allem dann interessant, wenn das hier kein Float oder Int oder sowas ist, sondern auch irgendeine Klasse. Zum Beispiel könnte ich mir hier in meinem Kreis einen Kreis halten, das wäre jetzt irgendwie so ein rekursiver Datentyp. Und mein Kreis in meinem Kreis, der hat natürlich K, nehmen wir ihn einfach mal K. Und dann möchte ich hier einen Kreis angeben, dann kann ich das hier aber auch machen, indem ich hier sage, also sagen wir einfach mal, wir bekommen in unserem Konstruktor auch einen Kreis mit Kreis K neu. Und den möchte ich hier hinten auch noch initialisieren, dann sage ich K von K neu. Sowas in die Richtung, oder ich bekomme hier noch einen weiteren Float R mit und dann initialisiere ich eben meinen Kreis hier drin über diesen Konstruktor hier. Also ich rufe sozusagen intern auch nur meinen Konstruktor auf. Vorsicht bei solchen rekursiven Datentypen, das hat jetzt gerade sowieso nicht, war jetzt eh nicht lauffähig, weil Kreis dann zwei Parameter gebraucht hätte und dann nochmal einen Kreis erstellt hätte und der hätte dann nochmal einen Kreis erstellt, deswegen bitte nicht ausführen. Falls ihr aber mehrere Klassen habt, dann funktioniert das wunderbar. Okay, so jetzt noch zu Pointern auf Klassen. Pointer auf Klassen werdet ihr sehr, sehr häufig finden, denn solche Objekte können mal ganz groß werden, wenn ich hier irgendwie einen Float
Radius habe oder sowas, dann geht das noch. Aber wenn ich hier 100 Variablen habe in meinem Kreis oder in meiner Klasse drin, dann wird es irgendwann, nennen wir es einfach mal, sperrig und braucht viel Platz, wenn es an irgendwelche Funktionen übergibt. Ich könnte mir hier nämlich durchaus eine Funktion vorstellen, die, keine Ahnung, irgendwas berechnet. Void berechne. Und die nimmt mir einen Kreis K. So, wenn ich jetzt hier einfach einen Kreis reingebe, dann wird das wirklich groß werden, was hier alles auf den Stack geschrieben wird. Und deswegen seid ihr da ganz schnell out of memory, also kein Speicher mehr. Ja, und dann würde man hier tatsächlich Pointer benutzen. Wie benutze ich also einen Pointer? Naja, ich sage in meiner Funktion natürlich wieder ganz normal Stern. Aber, also ich mache das jetzt einfach mal hier unten drin, ganz normal. Ich mache jetzt den Hans-Peter hier als Pointer. So, das bedeutet, ich habe hier einen Kreis, Kreis, Sternchen und dann nenne ich einfach mal Pointer auf Hans-Peter. Okay, so, das ist jetzt ein Pointer. Wie kriege ich den jetzt zugewiesen? Naja, ich kann einfach wieder wie gewohnt eigentlich auch sagen und also meine Adresse von meinem Objekt, also von Hans-Peter. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier den Hans-Peter als Pointer zuzugreifen. Das heißt, der ist genauso groß auf dem Stack wie tatsächlich eine einzelne Variable. Keine Ahnung, so groß wie ein Integer. Dieser ganze riesige Kreis, und da können noch beliebig viele weitere Variablen drin stehen. Der ist einfach quasi nicht vorhanden auf dem Stack. Also sehr, sehr effizient und sehr, sehr schnell. Das ist wirklich ziemlich cool. Und was mache ich jetzt damit, wenn ich hier irgendwelche Sachen aufrufen möchte? Dafür gibt es eine spezielle Schreibweise. Ich kann jetzt logischerweise hier immer noch Hans-Peter aufrufen, aber ich möchte das Ganze über den Pointer machen. Und wenn ich das über einen Pointer mache, dann sage ich hier einfach, okay, Pointer, ups, das sollte natürlich aufstehen, aus macht ja keinen Sinn. Ich sage Pointer auf Hans-Peter und dann nehme ich diesen komischen Pfeil. Es ist wirklich einfach nur ein Strich und dann eine Pfeilspitze, also wirklich ein Pfeil im Prinzip und sage dann Fla-Eche. Also meine Funktion zum Beispiel. Funktioniert auch, wenn ich das mit Radius machen würde. Also hier Pointer auf Hans-Peter und dann den Radius setzen und dann die Fläche ausrechnen. Wir werden es jetzt aber mal so angucken, damit wir auch sehen. Ups. Ich wollte hier unten auch noch die Pointer, den Pointer benutzen. Also hier habe ich zweimal den Pointer zur Ausgabe benutzt, aber nur zur Ausgabe. Und hier habe ich bei Hans-Peter einen neuen Wert gesetzt. Schauen wir uns mal an, was passiert. So, wir sehen, dass es alles genauso funktioniert hat wie immer. Das heißt, wenn ich bei Hans-Peter was ändere, dann kommt das auch bei dem Pointer raus. Das heißt, ich kann bei meiner normalen Variable was ändern und ändere das automatisch dann auch für meinen Pointer. Das ist quasi die ganze Krux an der Geschichte. Ich kann natürlich auch über meinen Pointer was ändern. Ich kann hier auch einfach hinschreiben, Pointer auf Hans-Peter und dann den Radius ändern. Hier kann ich dann wiederum über Hans-Peter drauf zugreifen, also nicht über den Pointer, sondern ganz normal. Und dann passiert Folgendes, es ändert sich genau gleich. Das heißt, wir können über Pointer die Variable verändern, wir können aber auch ganz normal über die vollständige Variable alles verändern. Und egal, wenn die miteinander verknüpft sind, dann funktioniert das trotzdem. Also dann kann ich über eine Variable, über Pointer auf HP, kann ich den Hans-Peter verändern, ohne den Hans-Peter zu kennen. Und mit dem Hans-Peter kann ich den Pointer auf Hans-Peter verändern, ohne den Pointer zu kennen. Das heißt, ihr müsst da wirklich aufpassen, was genau ihr verändert, wenn ihr irgendwie den Pointer in eine Funktion reingebt oder in eine Methode von irgendwas anderem, dann dort irgendwas verändert, irgendwie den Radius wieder auf was komplett anderes setzt, dann habt ihr nachher eventuell ein Problem, weil eure originale Variable auch verändert wurde. Also da wirklich vorsichtig sein, was ihr setzt. Ihr könnt da gerne mal ein bisschen mit rumspielen und rumprobieren. Joa, das wären Pointer auf Objekte, also auf tatsächliche Klassenobjekte und die alternativen Schreibweisen von irgendwelchen Konstruktoren. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!